Ja, hallo. Schön, Sie alle hier begrüßen zu können, hier vor Ort und auch an den Bildschirmen im Livestream zu unserer Pressekonferenz zum Thema Drohen soziale Kipppunkte. Mein Name ist Hanna Schwarz. Ich bin Referentin für Grundsatz- und Zukunftsfragen beim AWO-Bundesverband und werde heute durch die anderthalb Stunden führen, die wir uns Zeit nehmen können. Zum Rahmen, ich werde jetzt kurz etwas zum Hintergrund unserer Pressekonferenz sagen, dann werde ich die Anwesenden vorstellen und denen ein paar Fragen stellen und dann wollen wir aber auch relativ schnell dahin kommen, dass Sie hier vor Ort und auch im Livestream Fragen stellen können. Ja, wieso haben wir Sie heute zu der Pressekonferenz eingeladen? Es gibt verschiedene Punkte. Die ursprüngliche Idee war, dass wir von der Sommertour der beiden Vorsitzenden der AWO berichten wollten zur Thematik Armut und Einsamkeit, beziehungsweise raus aus Armut und Einsamkeit. Wir haben parallel eine Umfrage gestartet, die die Situation der Einrichtungen und Dienste der Arbeiterwohlfahrt abfragen sollte. Und mitten in der Sommertour, die zwischen Juni und Oktober lief, haben wir dann von dem Bundeshaushalt, den Überlegungen zum Bundeshaushalt erfahren, was das Ganze natürlich nochmal anders gerahmt hat. Und über diese Gemengelage wollen wir heute berichten und sprechen mit unseren beiden Präsidiumsvorsitzenden, Katrin Sonnenholster und Michael Groß. Schön, dass Sie beiden da sind. Und ich freue mich auch, Hatice Erdem aus Schleswig-Holstein begrüßen zu dürfen. Ich sage zu Ihnen auch gleich noch mal ein paar Worte. Katrin Sonnenholzner möchte ich jetzt erstmal vorstellen. Sie sind seit 2021 Vorsitzende des Präsidiums der Arbeiterwohlfahrt von Beruf Ärztin, gesundheitspolitisch versiert und waren von 2003 bis 2018 Mitglied im Bayerischen Landtag. Schön, dass wir heute sprechen können. Michael Groß, auch Sie sind seit 2021 Vorsitzender des Präsidiums der Arbeiterwohlfahrt, von Beruf Diplom Sozialarbeiter und auch 12 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestags gewesen, von 2009 bis 2021. Und zum Schluss aus Schleswig-Holstein heute angereist, Hatice Erdem. Sie sind in Kiel geboren, in Neumünster als Tochter von GastarbeiterInnen aufgewachsen, haben Erziehungswissenschaften studiert und sind heute Regionalleitung der Migrationsarbeit beim Landesverband der AWO in Schleswig-Holstein und werden heute ein bisschen aus der Praxis berichten. Schön, dass Sie auch da sind. Zu Beginn möchte ich einmal die Befragung vorstellen, die wir durchgeführt haben zwischen Juni und September diesen Jahres. Sie finden das auch alles in den Presseunterlagen, die Ihnen zugegangen sind. Es ging, das möchte ich vorab stellen, eben nicht um eine repräsentative Umfrage. Es ging darum, dass wir die Sommertour, die Eindrücke der beiden Präsidiumsvorsitzenden untermalen können mit Aussagen aus den Diensten und Einrichtungen. Es ging darum, wie geht es der sozialen Infrastruktur, wie stabil ist sie, beziehungsweise wie sehr steht sie unter Druck. Wir haben Antworten erhalten von Leuten aus allen 16 Bundesländern und die möchte ich einmal wirklich schnell vorstellen. Das will ich. Ich versuche gerade die... Da? Nee, ich weiß, da siehst du das. Vielleicht können wir einfach manuell einfach eine Folie weiterklicken und dann würde ich einfach ein Zeichen geben. Super, vielen, vielen Dank. Ich möchte dazu auch nur kurz was sagen auf die Frage, welche Themen und Ereignisse die Mitarbeitenden und die Ehrenamtlichen, die beide Gruppen haben diesen Fragebogen beantworten können, in den letzten 12 Monaten besonders eine Rolle gespielt haben. Da ist ganz klar zu erkennen, akuter Personalmangel steht auf Nummer 1. Und das soweit, dass eben in manchen Fällen die inhaltliche Arbeit einfach gar nicht mehr geleistet werden konnte, weil man damit beschäftigt war, die fehlenden Ressourcen personaltechnisch aufzufangen. Dann können wir einmal weiter klicken, bitte. Oder ich kann es auch noch mal selber versuchen.
ich weiß nicht, ob ich das war oder Sie, aber auf jeden Fall vielen Dank. Der Fachkräftemangel und der Personalmangel sind eben auch die Themen, die die Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen zu einem Großteil beschäftigen und besorgen. Wir sprechen hier von sozialer Arbeit. Wir haben Kindertageseinrichtungen befragt, Senioreneinrichtungen, bis zu Eingliederungshilfen. Und was auch sehr eindeutig ist, 35% sagen auch fehlende Finanzierung. Und die Sparpläne der aktuellen Bundesregierung sind eine der größten Herausforderungen der freien Wohlfahrtspflege in diesen Tagen. Dann mache ich weiter. Ja, perfekt. Natürlich wollten wir auch, der Titel der Sommertour war Armut und Einsamkeit, deswegen wollten wir natürlich auch wissen, inwiefern sind die steigenden Lebenshaltungskosten unter anderem durch die Inflation problematisch gewesen. 85% der Befragten sagen da, ja, das ist ein riesiges Problem für die Klientinnen und Klienten, die zur AWO kommen. Und mangelnde finanzielle Ressourcen führen eben auch zu mangelnder Teilhabe. Da haben wir hier Ihnen nochmal zwei Ergebnisse mitgebracht. Gesellschaftliche Teilhabe und auch kulturelle Teilhabe im Sinne von Freizeitmöglichkeiten ist eingeschränkt. Das sagen in beiden Fällen über 70%. Da kann man auch langfristig von der Frage, was das für unsere Demokratie bedeutet, kann man diese Frage stellen. Das ganz kurz zu der Umfrage. Sie finden die Ergebnisse, wie gesagt, im Nachgang auch alle online und finden sie in den Pressekits hier vor Ort. Jetzt würde ich gerne noch mal mit Ihnen über die Ergebnisse der Sommertour sprechen und auch noch mal in Bezug auf die Umfrageergebnisse. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen, Katrin Sonnenholzner. Sie waren ja eigentlich den ganzen Sommer, 3 Monate in der Bundesrepublik unterwegs. Und ich würde gerne wissen, welche Begegnungen haben Sie besonders beeindruckt? Ja, wir haben mit dieser Sommertour ja sozusagen den Faktencheck aus der Praxis zu den theoretisch erhobenen Erkenntnissen gemacht und haben, das sei schon mal vorausgenommen, alles bestätigt gesehen, was auch bei dieser Umfrage an Themen und Problematiken genannt worden ist. Wir haben uns die Bundesrepublik aufgeteilt, 8 zu 8 Bundesländer. Ich habe tatsächlich gestern den letzten Termin gehabt. Wir haben den Sommer weit interpretiert mit dem 4. Oktober, aber das Wetter hat uns recht gegeben. Es war ja tatsächlich noch als Sommer zu bezeichnen. In der Nord-Süd-Ausdehnung waren wir zwischen Neumünster und Regensburg und Ost-West zwischen Hoyerswerda und Spiesen-Elversberg unterwegs. Spiesen-Elversberg ist im Saarland, ist also ganz im Westen in über 70 Einrichtungen und Diensten. Und ich glaube, wir haben da schon einen guten Eindruck über das Gesamtspektrum der sozialen Arbeit auch dieses Jahr wieder bekommen. Wir machen das jetzt schon zum zweiten Mal. Wir haben natürlich mit vielen Mitarbeitenden geredet, aber genauso, was die AWO auszeichnet, mit unseren Ehrenamtlichen, die unterstützend auch in den ganzen Projekten immer tätig sind und vor allem aber mit den Klientinnen und Klienten. Und unisono haben alle drei Gruppen überall gesagt, der Beratungs- und Hilfebedarf steigt. Es gibt eigentlich viel zu wenig Projekte, die in einer Gesellschaft, wo die Menschen einsamer werden, wo sie unsicherer werden, wo sie auch finanzielle Probleme haben, die individuellen Probleme auffangen können. Wir waren, wenn man es alphabetisch nimmt, von A, der AWO-Akademie zur Berufsvorbereitung und Fachinformatik-Ausbildung bis Z leider nicht ganz, aber S Schuldnerinnenberatung, das ganze Spektrum sozialer Arbeit haben wir uns angeschaut. Und wir haben bestätigt gekriegt, was die Studienlage auch sagt, dass Jugendliche sich ganz besonders einsam fühlen. In der letzten großen Studie vor einem Vierteljahr 36,5%. In der allerneuesten ist es ein bisschen rückläufig, aber immer noch extrem beunruhigend. Wir haben das untermauert gekriegt schon bei unserer Auftaktveranstaltung in einem Jugendzentrum hier in Berlin, wo uns, wie in anderen auch, in denen wir waren, eindrücklich geschildert worden ist, dass
im Zusammenhang mit Corona auch das Thema Gewalt sehr gestiegen ist, dass also auch da die Arbeit komplexer geworden ist, herausfordernder geworden ist, was ja auch immer personalbedingt. Und dass dieser Betreuungs- und Unterstützungsbedarf auch zum Beispiel bei den Freiwilligendiensten steigt. Auch da sind die Menschen verunsichert, die Jungen, und brauchen Unterstützung. Ich war gestern unter anderem in einem Gespräch mit unserem Jugendwerk, die in Hamburg Ferien, also woanders auch, aber die in Hamburg haben mir das berichtet, die Ferienfahrten für Kinder und Jugendliche aus privilegierten finanziellen Hintergründen in diese Zeltlager mitnehmen. Und das muss ich sagen, um auf die Frage zu kommen, das hat mich tatsächlich extrem erschüttert, dass mir die Leiter dieser Fahrten gesagt haben, wenn wir auf einen Zeltplatz gehen mit unseren Kindern und Jugendlichen, dann stellen die auch dort fest, dass sie arm sind im Vergleich zu anderen Jugendgruppen, die auch auf diesen Zeltplätzen sind, weil wir ihnen nur einmal in diesem Ferienaufenthalt einen Schwimmbadaufenthalt zahlen können. Und die Erfahrung schon als Kinder und Jugendliche, das geht einfach nicht. Ein reiches Land wie die Bundesrepublik Deutschland kann sich sowas nicht leisten. Und wenn ich vom Sozialpolitischen weggehe, wir wissen, dass chronifizierte Armut bei Kindern und Jugendlichen nach 1,5 Jahren dazu führt, dass die keinen geradlinigen Bildungsverlauf mehr machen können, weil die Armut solche Auswirkungen auf das gesamte Leben und eben auf die mangelnde Teilhabe hat. Und da wird es dann auch volkswirtschaftlich einfach idiotisch. Wir waren sozusagen am anderen Ende des Altersspektrums in sehr vielen Projekten für Seniorinnen und Senioren, insbesondere auch für die Gruppe, das mit dem Alter ab 55 vor der Berentung, weil das immer auch so ein gewisser Schock ist, weil sich Lebensumstände ändern und das auch bei zunehmender Einsamkeit halt bedeutet, dass die Unzufriedenheit steigt, und mit der Unzufriedenheit steigen auch die Zweifel an der Demokratie. Wir haben also erlebt, dass der Zusammenhang zwischen Armut und Einsamkeit und diese mangelnde Teilhabe ein ganz, ganz breites Thema ist. Wir haben natürlich auch erlebt, dass die Belastung durch Inflation, also insbesondere im Lebensmittel- und Energiepreissektor, enorm hoch ist. Und das kann illustrieren, was wir in allen Schuldnerinnenberatungen gehört haben. Also ich war in vieren, dass in diesem Jahr doppelt so viele Menschen dort Rat gesucht haben, die in Arbeit sind, als im Jahr voraus, in den Jahren vorher. Also das zeigt, wenn Menschen, die in, ich sage mal, Anführungszeichen normalen Jobs sind, so verstärkt dort Rat suchen, dann ist auch das ein Alarmzeichen. Und das jetzt alles schon vor den geplanten Sparmaßnahmen, wenn dieser Haushalt so kommen sollte, wie er jetzt von der Bundesregierung geplant ist. Und deswegen, und damit komme ich auch schon zum Ende, ist natürlich die Forderung, endlich aufzuhören mit dem Gießkannenprinzip, Geld zu verteilen. Es ist völlig unsinnig, dass Menschen wie ich 300 Euro Energiepauschale überwiesen bekommen. Ich brauche das nicht. Ich erwarte, dass die das Geld brauchen, so viel kriegen, dass es für sie auskömmlich ist, und die es nicht brauchen, nichts bekommen. Und, aber das ist jetzt keine kurzfristige Lösung, fordert die AWO natürlich auch schon lange endlich eine angemessene Heranziehung großer Vermögen. Ja, vielen Dank, Frau Sonnenholzner. Herr Groß, Sie waren nicht weniger als Frau Sonnenholzner diesen Sommer unterwegs in der Bundesrepublik. Auch Sie sind von Norden nach Süden, von Westen nach Osten gefahren. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage zu der Situation in den Einrichtungen vor dem Hintergrund der Sparmaßnahmen. Wie sieht's aus? Können unsere Strukturen, die AWO-Strukturen, sich aus eigener Kraft halten, wenn jetzt viele Millionen an Fördermitteln wegfallen? Nein, das können sie nicht. Das wird zum Teil aufgefangen durch hochengagierte hauptamtliche Mitarbeitende, aber auch durch das Ehrenamt. Beides ist ja bei uns sozusagen wichtig, um die Infrastruktur vorzuhalten. Wir haben hoch- und überlastete Mitarbeitende und auch ein Ehrenamt, das unter den Leistungen, die es vorhält und die es auch in den Quartieren sozusagen für die Menschen leistet, die Ehrenamtlichen sind ermüdet.
Und wir haben natürlich folgenden Effekt: Wenn Hauptamt wegfällt, hauptamtliche Mitarbeitende, dann fallen auch viele Ehrenamtliche weg, weil wir inzwischen festgestellt haben, dass wir hauptamtliche Strukturen brauchen, um auch Ehrenamt dann intensiv zu begleiten, zu qualifizieren und auf die wichtige Arbeit auch vorzubereiten. Wir erleben natürlich, dass sich das besonders konzentriert in Quartieren, die strukturell benachteiligt sind, in denen besonders viele Menschen wohnen, die auch finanziell benachteiligt sind. Wir erleben das aber auch inzwischen im ländlichen Raum, in dem sozusagen Armut hinter den Türen stattfindet und viele Menschen auch sehr verspätet erst Schuldnerberatung oder Hilfsangebote in Anspruch nehmen. Auch vor dem Hintergrund, dass ihre vergangenen Netzwerke, die sie auch getragen haben, inzwischen nicht mehr vorhanden sind, weil Kinder oder Verwandte oder Freunde eben in städtische Regionen ziehen. Die anstehenden Kürzungen führen natürlich dazu, dass wir noch weiter über Einsparungen und Abbau von Leistungen reden müssen, selbst wenn die alten Etatansätze sowohl auf Bundesebene wie auch in den Kommunen eingesetzt werden, führen natürlich die Inflationsraten, insbesondere im Bereich der Energie, aber auch die natürlich richtigen Tarifsteigerungen dazu, dass wir Personal eigentlich einsparen müssen, weil wir als gemeinnützige Träger eben nicht in der Lage sind, diese Kürzungen aufzufangen. Wir sind sozusagen da auf Kante genäht. Wir haben keine Brieftasche, in der noch viel Geld steckt, Gewinne oder Renditen, die wir erwirtschaftet haben, sodass eben die Infrastruktur gefährdet ist. Wir beobachten natürlich insgesamt, dass die Situation prekärer wird. Ich kann vielleicht auch aus 3, 4 Begegnungen berichten, dass die Lage sich verschlechtert. Im Bereich Frankfurt zum Beispiel wurde mir in einer Jugendeinrichtung berichtet, in einem Quartier, dass es heute nicht mehr darum hauptsächlich geht, Bildungsarbeit zu leisten, sondern sich darum zu kümmern, dass die Jugendlichen ein warmes Mittagessen bekommen. Immer mehr eben die Anforderung ist, zu kochen. Ebenso in Seniorenbegegnungsstätten, in Seniorinnenbegegnungsstätten, in denen am Ende des Monats in der letzten Woche auch Frühstücke angeboten werden müssen oder eben auch gekocht wird, um den Seniorinnen und Senioren überhaupt noch die letzten Tage sozusagen auch eine Lebensmittelversorgung zu ermöglichen. Was mich eben auch noch sehr berührt hat und was sehr beeindruckend war, waren Kitas in Brennpunkten, in denen mir auch berichtet wurde, dass 80% der Eltern, und das ist nochmal eine Schilderung auch der finanziellen Situation, keine Kindergartenbeiträge bezahlen müssen, weil sie ein geringeres Jahreseinkommen als 18.000 Euro im Jahr haben. Dann kann man sich schon, also das dann anerkannt wird oder berechnet, als Berechnungsgrundlage genutzt wird, um dann die Kita-Beiträge zu berechnen. Also sie sind dann eben kostenfrei in den Kitas. Das zeigt nochmal, wie viele Menschen in den Quartieren leben, die eben von geringen Einkommen auch über den Alltag kommen müssen. Ebenso möchte ich noch mal aus einer Begegnung in Mönchengladbach berichten. Dort habe ich Menschen getroffen, die in den letzten 5 bis 10 Jahren zu uns gekommen sind, aus dem Ausland Asyl beantragt haben, die durch die AWO begleitet wurden. Und dort wurde mir eben insbesondere zum Beispiel von einem Vater berichtet, dass er gesagt hat, wenn ich die AWO nicht in der Begleitung gehabt hätte, wenn die AWO mich nicht unterstützt hätte, auch meine Familie, würde meine Tochter heute nicht Abitur machen. Das zeigt eben, wie wichtig auch unsere Integrationsarbeit, unsere Beratungsarbeit, unsere Unterstützung ist. Wenn man heute über Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel redet, dann muss man natürlich auch den Menschen, die zu uns kommen, ermöglichen, hier alle Möglichkeiten der Integration zu bekommen und auch letztendlich eine Lebensperspektive zu finden. Ich habe auch gefragt, was ist am notwendigsten heute, gerade in diesem Arbeitsbereich. Mir wurde dann gesagt, am notwendigsten ist für diese Menschen die schnelle Anerkennung der eigenen beruflichen Ausbildung, die sie aus dem Ausland mitbringen. Dort warten viele jahrelang auf die Anerkennung, müssen in anderen Arbeitsfeldern als in ihrer Ausbildung arbeiten. Und das führt natürlich auch zu Frustration. Und letztendlich verlieren wir diese Menschen als wichtige Arbeitskräfte. Vielleicht soweit erstmal. Ja, vielen Dank für die anschaulichen Eindrücke von der Sommertour. Ich möchte natürlich darauf hinweisen, dass
wir uns nicht nur über den Haushalt beschweren, sondern auch eine Kampagne dazu durchführen als AWO. Die Letzte macht das Licht aus, stoppt den Sparhaushalt. Wir möchten die Damen und Herren von der Presse auch einladen, auch gerne darüber zu berichten oder Fragen zu stellen. Ich möchte jetzt aber in diesem Rahmen gerne noch Sie, Frau Erdem, ansprechen. Die letzten Wochen, wenn wir mal Kontakt hatten, waren Sie auch immer auf dem Sprung, um mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch zu kommen, um Aktionen durchzuführen gegen die drohenden Kürzungen in der Migrationsberatung. Vielleicht könnten Sie dazu einfach mal ausführen, was droht denn da gerade in der Migrationsberatung und was braucht es? Ja, vielen Dank, Frau Schwarz, dass ich heute hier sein darf und auch ein bisschen aus der Praxis berichten darf aus Schleswig-Holstein. Frau Sonnenholzner hat unsere Einrichtung in Neumünster besucht und dort auch gesehen, welche diversen Projekte und Beratungsangebote wir unter einem Dach gebündelt haben. Dazu gehört die Migrationsberatung für Erwachsenenzuwanderer, Jugendmigrationsdienste, aber auch die Integrations- und Berufssprachkurse, die wir alle an einem Standort anbieten. Und ja, Sie haben eben erzählt, dass ich sehr oft in den vergangenen Wochen in Terminen gewesen bin. Wie eigentlich wie in den letzten vergangenen Jahren stehen immer im September, im Herbst die Aktionswochen der Migrationsarbeit bevor. Und dort setzen wir uns zusammen mit Bundestagsabgeordneten und berichten über unsere Arbeit, die bundesgeförderte Migrationsberatung. Und dieses Jahr sind wir tatsächlich mit einer enorm hohen Kürzungsandrohung sozusagen konfrontiert und haben das in den Sommerferien erfahren und mussten tatsächlich ab den Sommerferien starten, unsere Kontakte herzustellen, mit Bundestagsabgeordneten ins Gespräch zu gehen, unsere Arbeit noch mal darzulegen und dann auch mal zu berichten, was passiert tatsächlich, wenn dieser Sparhaushalt auch tatsächlich dann umgesetzt wird. Was bedeutet das für uns als Träger? Was bedeutet das im Grunde genommen von den Menschen, die davon betroffen sind, die Beratung unserer Kollegen in Anspruch nehmen? Und haben tatsächlich auch unter den Kollegen festgestellt, dass sehr viele Angst und aber auch Frustration entwickelt haben in den vergangenen Monaten, weil wir jedes Jahr uns dafür einsetzen müssen, dass unsere Stellen erhalten bleiben. Auch dieses Jahr versuchen wir uns dafür einzusetzen, dass mindestens das erhalten bleibt, was wir dieses Jahr erhalten haben. Wir sprechen von 81,5 Millionen in der bundesgeförderten Migrationsberatung für Erwachsene. Uns wurde gedroht, dass 30% reduziert wird im nächsten Jahr 2024. 30% bedeutet bei uns auch in Schleswig-Holstein, dass Stellen abgebaut werden müssen. Wir haben ca. 24 Vollzeitstellen in Schleswig-Holstein trägerübergreifend. Das sind ca. 7,58 Vollzeitstellen, die abgebaut werden müssen, wenn tatsächlich diese Kürzungen zustande kommen. In Schleswig-Holstein, wir sind eine ländliche Region, das heißt, wir haben nicht überall viele Stellen, sondern in der Regel immer halbe Stellen, halbe Beratungsstellen. Und unter einer halben Stelle können wir keine Beratung anbieten. Das heißt, es ist nicht refinanzierbar. Und wir müssten im Grunde genommen, wenn diese Kürzung zustande kommt, ganze Standorte schließen. Also Menschen, die in ländlichen Regionen leben, und wir haben auch Migranten und Flüchtlinge, die in ländlichen Regionen leben, könnten dann die Migrationsberatung nicht mehr aufsuchen. Ähnliches gilt für die Jugendmigrationsdienste. Auch die sind gefährdet. 10% Kürzungen stehen an im Jugendmigrationsdienst für 2024. Und auch da bedeutet, dass viele Jugendliche, die unsere Beratungsstellen aufsuchen, Unterstützung erhalten beim Thema Übergang Schule, Beruf, aber auch beim Thema Anerkennung ihrer Abschlüsse, die sie aus dem Ausland mitbringen, aber auch beim Thema Arbeit, beim Thema Wohnen und soziale Integration sind dann benachteiligt, wenn diese Beratungsstellen tatsächlich abgebaut werden. Ja, vielen Dank. Auch da eine sehr eindrückliche Schilderung der Situation. Ich hätte dazu noch eine kurze Nachfrage, was wäre denn Ihr Wunsch an die Bundespolitik in dieser Hinsicht? Gibt es da konkrete Ideen? Gestern wurde ich tatsächlich auch nochmal von einem Bundestagsabgeordneten gefragt, was wünschen Sie sich? So Wünsche darf man immer äußern. Also als erstes wünsche ich mir, dass wir uns nicht jedes Jahr hinsetzen und darum betteln, dass wir mindestens das gleiche Geld kriegen für die Migrationsarbeit, für die Integrationsarbeit, die Wohlfahrtsverbände wirklich aus Herzen machen. Und wir jedes Jahr befürchten müssen, dass Kollegen ihre Stellen verlieren, auch damit rechnen müssen, dass Fachkräfte uns verlassen, weil sie wissen, das sind befristete Stellen, weil wir immer nur eine jährliche Finanzierung haben, dass wir endlich mal so weit kommen, dass wir vielleicht eine Regelfinanzierung in der Migrationsarbeit bekommen, dass unsere Arbeit im Aufenthaltsgesetz fest verankert wird, sodass wir nicht jedes Jahr darum bangen müssen, dass die Stellen erhalten bleiben, dass die Finanzierung bleibt, sondern dass wir eine geregelte Finanzierung und eine auf Dauer angelegte
Förderung der Migrationsarbeit haben. Das ist das, was ich mir wünsche in erster Linie. Und natürlich wünsche ich mir, dass unsere Kollegen uns erhalten bleiben, dass sie uns nicht verlassen, die Fachkräfte, die wir sowieso schwierig finden auf dem Arbeitsmarkt. Das haben Sie ja gerade noch mal geschildert in Ihrer Sommertour, dass es überall an Fachkräften fehlt. Auch in der Migrationsarbeit fehlt es an Fachkräften. Wir als Integrationskursträger, also Sprachkursträger, haben seit einem Jahr große Probleme, Menschen zu finden, die bei uns die Integrationskurse durchführen, weil es schlichtweg die Menschen nicht gibt oder sie sind da und sind tatsächlich abgewandert in den DATS-Unterricht an die Schulen, sodass wir den Bedarf, den es aktuell an Sprachkursen gibt, einfach nicht decken können. Und von daher würde ich mir wünschen, dass ich nicht jedes Jahr um die Arbeitsstellen meiner Kollegen bangen muss und somit aber auch ein Signal setzen kann für unsere Netzwerkpartner, die ja auch von unserer Arbeit profitieren. Das sind die Jobcenter, das sind die Agenturen, das sind die Ausländerbehörden, das sind die Schuldnerberatungen, die Kitas, mit denen wir eng zusammenarbeiten, was zum Thema Integration der Zielgruppe angeht. Von daher würde ich mir wünschen, dass es tatsächlich eine dauerangelegte Finanzierungsmöglichkeit der Migrationsarbeit gibt. Ja, super. Vielen Dank. Ich glaube, die Bundesregierung kann sich da vielleicht noch mal bei Ihnen beraten lassen. Jetzt möchte ich aber gerne das Wort an Sie übergeben, die Sie hier anwesend sind. Ich sehe da schon eine Meldung. Ich möchte auch die Zuhörerinnen oder Zuschauenden, die online dabei sind, gerne einladen, sich zu beteiligen. Sie können online Fragen stellen. Die werden mir dann hier angezeigt. Jetzt ist aber auch schon ein Kollege hier vorne am Mikrofon. Vielleicht könnten Sie Ihren Namen nennen und Ihr Medium. Mein Name ist Sven Barge, Forum Wochenmagazin, RTL Radio. Eine Frage an Sie beide, Herr Groß wahrscheinlich. Können Sie mal beziffern, wie viel Geld da tatsächlich im Bundeshaushalt 2024 für Ihre Arbeit gestrichen wird? Was sind das für Posten in welchen Haushalts? Wie muss man sich das vorstellen? Sind das 1 Milliarde? Sind das 500 Millionen? Ungefähr so eine Ortsspitzmarke geben? Und vor allen Dingen dann die ganz wichtige Frage, zweite Frage. Inwieweit gefährdet das Ihre Arbeit? Also wie viele Leute müssen Sie entlassen, auf Deutsch? Also insgesamt über den gesamten Haushalt, also über alle Träger der Wohlfahrtspflege, sind das 25-30% des früheren Etats. Das sind ungefähr 225 Millionen Euro. Dazu kommen mehrere Milliarden Euro in der Pflege, die eben jetzt nicht etatisiert worden sind, obwohl sie im Koalitionsvertrag uns eigentlich avisiert worden sind. Also darunter sind Mittel als Folge der Pandemie, zum Beispiel aber auch Steuermittel für die Rentenversicherung der zu Pflegenden. Also wir reden eigentlich im Gesamthaushalt über einen geringen Anteil. Trotzdem nutzt man unsere Arbeit, um Einsparungen vorzunehmen. Und das kritisieren wir aufs Äußerste. Weil Sie sehen, dass das geringe Summen sind und wir eigentlich uns nicht als Sparschwein verstehen, sondern als wichtige Stütze des Sozialstaates und des Wohlfahrtsstaates. Wir können jetzt noch nicht beziffern, über wie viele Stellen wir reden, weil letztendlich entscheiden das auch unsere Mitgliederverbände, insbesondere in der AWO, die ja auch eigenständig sind. Aber es wird natürlich, so wurde ja gerade schon dargestellt, es zu massivem Personalabbau auch mittelfristig kommen müssen, weil wir nicht ständig die Tarifsteigerung und die Inflationsraten aus eigener Tasche auffangen können. Genau, das könnte ich auch noch mal bestätigen. In der Migrationsberatung für Erwachsenenzuwanderung fehlen uns tatsächlich dann im nächsten Jahr 24 Millionen. Und im Jugendmigrationsdienst sind das 10 Millionen, die uns gekürzt werden für nächstes Jahr. Also das heißt insgesamt 35 Millionen nur in Ihrem Bereich, also jetzt nur für Schleswig-Holstein oder für Gesamt? Für Gesamtdeutschland. Für Gesamtdeutschland. Und der Bundestagsabgeordnete, mit dem ich gestern ein Gespräch hatte, sagte, das sind eigentlich Peanuts. Also genau. Wir sprechen von Peanuts. 35 Millionen ist eigentlich nicht viel. Naja, Peanuts ist mal je nachdem, wo man guckt. Aber haben Sie schon irgendwie Signale bekommen, dass es da eventuell Hilfen gibt oder dass da der eventuell dann, ist das das Ressort von Arbeitsminister Hubertus Heil, schätze ich mal? Nein, ist das Ministerium von Frau Paus hauptsächlich und eben auch der Innenministerin Frau Faeser. Es gibt Signale, dass bestimmte Korrekturen vorgenommen werden, aber ich habe ja betont, dass der alte Haushaltsansatz auch nicht ausreichend ist, weil wir Tarifsteuerung haben, Inflationsraten. Also eigentlich müsste der Haushalt aufgestockt werden. Und es gibt Bewegungen, aber letztendlich entscheidet jetzt das Parlament. Deswegen sind ja die Gespräche mit dem Bundestagsabgeordneten auch wichtig. Es gibt ja die sogenannte Bereinigungssitzung im Ende November. Aber Frau Erdem hat ja schon darauf hingewiesen, jedes Jahr haben wir diese Diskussion, ob wir eine weitere Förderung erhalten. Und das führt natürlich dazu, dass uns
die Mitarbeitenden auch verlassen, weil sie natürlich irgendwann Interesse daran haben, auch dauerhaft zu wissen, dass sie irgendwo einen festen Arbeitsplatz haben mit einer Lebensperspektive. Auch da muss man drüber reden können, dass man sich vielleicht auch etwas anschaffen kann, weil man eben auch dauerhaft weiß, man arbeitet irgendwo. Und wir haben eben jedes Jahr das Problem, dass bei uns sozusagen über die Weiterfinanzierung diskutiert wird. Das ist ein ganz schlechter Zustand, sowohl für unsere Mitarbeitenden wie für das Ehrenamt, aber auch für die Menschen, für die wir arbeiten. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe online erstmal keine. Also vielleicht darf ich noch mal ein Beispiel geben, um die Zeit vielleicht auch noch mal zu nutzen. Wir haben mal ausgerechnet, dass, also wir müssen ja, ich fange noch mal anders an, eigentlich über viele Dinge reden, über Armutsbekämpfung, über die Frage, wie gerecht oder wie gleich ist eigentlich Deutschland. Die Frage der Solidarität war in Deutschland immer eine wichtige, weil das sozusagen auch eine wichtige Stütze des Sozialstaats, des Wohlfahrtsstaates ist. Und wir haben mal ausgerechnet, dass bei uns eine Erzieherin, die tarifgebunden verdient, 100 Jahre arbeiten muss, damit sie das mittlere Jahreseinkommen eines DAX-Vorstandes verdient. Also über 100 Jahre müsste sie arbeiten, schuften, damit sie dieses Jahresgehalt eines DAX-Vorstandes erreicht. Und wenn man dann in Deutschland davon redet, dass es gleich ist oder gerecht, dann glaube ich, habe ich große Zweifel. Wir müssen eigentlich, das hat Frau Sonnenholzner gesagt, auch mehr über progressive Besteuerung höchster Einkommen reden. Wir müssen darüber reden, dass wir auch über die Erbschaftssteuer, die gerecht ist, reden, Vermögensteuern. Wir müssen die noch mal mehr beteiligen. Und es gibt ja, das kennen Sie auch in Interviews, Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Geld. Ich bin bereit, mehr Steuern zu zahlen. Und das muss der Staat auch erkennen und letztendlich auch umsetzen in reale Politik. Vielen Dank, Herr Groß. Vielleicht nochmal zurück zur Migrationsberatung. Es ist ja nicht so, dass das, was jetzt an Migrationsberatung kommt, existiert, abgesehen davon, dass sie nicht ausreichend finanziert ist, ausreicht für den Bedarf, den wir hätten, um Migrantinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt zu integrieren oder sie dort zu halten. Und was ich in Neumünster gesehen habe und was, glaube ich, auch nicht die Erwartung ist von allen, die hier sitzen und auch von den Abgeordneten nicht, ist, dass da ganz viele Menschen sind, die aus Moldawien kommen und einen rumänischen Pass haben, also EU-Bürger sind, und die Dinge tun, die wir alle täglich brauchen, nämlich die Lager zu füllen von Edeka und Lidl an der Stelle ganz konkret, die aber natürlich mit deutscher Bürokratie nicht zurechtkommen, die Sprache nicht können und die deswegen einen enormen Bedarf haben. Und die Frau Erdem kann ja vielleicht noch mal von ihren Kontakten zu den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern an der Stelle berichten. Aber diese Menschen bringen wir nicht in Arbeit, wenn die Migrationsberatung nicht stattfindet. Und das finde ich volkswirtschaftlich ziemlich unsinnig. Da muss ich nicht sozialpolitisch denken. Und was ich auch überall erlebt habe, ist, dass dieses Netzwerk, wenn ein Mosaikstein rausbricht, dann gibt es so einen Dominoeffekt und dann bricht ganz vieles rundum zusammen. Und es kann einem gefallen oder auch nicht, aber die Menschen haben sehr viel mehr Beratungsbedarf in ganz kleinen Dingen, die auch individuell unterschiedlich sind. Dem Beratungsbedarf muss man nachkommen in allen diesen Bereichen. Und das Thema im Bereich der Einsamkeit, wie erreiche ich Menschen, die einsam sind, die kommen nämlich nicht und sagen, ey, hier bin ich, was kann ich bei euch machen, die muss man direkt ansprechen. All das ist wichtig für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft und all das droht dann wegzubrechen. Total, ich würde das gerne noch mal ergänzen. Wir haben seit Anfang des Jahres ein neues Gesetz, das Chancenaufenthaltsgesetz, was dazu geführt hat, dass das Klientel der Migrationsberatung noch mal angestiegen ist. Wir haben ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was demnächst kommt. Es gibt viele Anrufe aus dem Ausland, aus dem Inland von Menschen, die gerne nach Deutschland kommen möchten als Fachkräfte und befragen unsere Migrationsberater, welche Wege und Möglichkeiten gibt es. Wir haben aber auch viele Fachkräfte und Hilfskräfte hier in Deutschland, die Unterstützung benötigen. Eben wie Sie berichtet haben, Lidl ist auf uns direkt zugekommen. Lidl, was
Schwarzberg, Neumünster und hat gesagt, wir haben hier 7, 8 ausländische Arbeitskräfte. Sie sprechen nicht ausreichend Deutsch. Können Sie uns bitte damit unterstützen? Kein Integrationskurs, etwas ganz Einfaches, vielleicht mit 50, 60 Unterrichtseinheiten praxisnah Folgendes zu vermitteln. Und gesagt, ja super, natürlich, das machen wir. Also wenn wir den Menschen dabei unterstützen können, die Arbeit, die sie bekommen haben, auch erhalten können, dann setzen wir uns natürlich dafür ein. Aber das können wir nur bis zu einem gewissen Maß. Unsere Beratungskapazität ist mittlerweile ausgeschöpft. Wir haben nicht mehr ausreichend Möglichkeit, den Beratungsbedarf abzudecken. Nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg. Wir haben 34.000 Menschen in Schleswig-Holstein aufgenommen aus der Ukraine. Allein aus der Ukraine. Parallel dazu natürlich auch viele Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, aus der Türkei im vergangenen Jahr und diesem Jahr, die natürlich auch einen Beratungsbedarf und Sprachkursbedarf haben. Und parallel dazu haben wir gleichbleibende Beratungsstrukturen, Mitarbeiter, die einen enorm hohen Andrang und Anfrage haben an Beratungsthemen und Menschen. Und dem kommen wir einfach nicht mehr nach. Daher heißt es auch, das unterstütze ich absolut und sage, wir brauchen eigentlich mehr. Und das möchte ich auch an dieser Stelle mich trauen und sagen, wir brauchen tatsächlich mehr Unterstützung, mehr Beratungskräfte, mehr Kapazität und mehr Geld auch in die Migrationsarbeit, um auch den aktuellen Bedarf auch abdecken zu können. Nicht nur aktuell, sondern durch den Fachkräftezuwanderungsgesetz, was demnächst kommt, werden wir auch mehr Fachkräfte in Deutschland haben. Die werden auch die Beratungsstellen aufsuchen. Ja, vielen Dank für das Aufzeigen der Widersprüche, die es da teilweise auch gibt. Wir haben jetzt hier noch eine Frage aus dem Publikum. Könnten Sie ans Mikrofon kommen, Ihren Namen nennen und auch gerne Ihre Institution? Ja, vielen Dank, Lukas Hochstadt, mein Name vom AWO-Bundesverband. Mich würde als noch recht junger Mensch das Thema Freiwilligendienste interessieren. Sie haben es ja eben schon angesprochen, junge Menschen haben krasse Belastungen erlebt in den letzten Jahren, leiden auch viel unter Einsamkeit, auch unter Armut. Und die Freiwilligendienste sind ja ein klassisches Programm, was es jungen Menschen ermöglicht, sich gut zu engagieren, sich auch beruflich zu orientieren. Und wenn ich die Debatte öffentlich verfolge und auch die Demonstrationen, die es hier vor 2 Wochen in Berlin gab, dann werden auch da krasse Kürzungen angesetzt. Und da würden mich die Perspektiven und wie Sie drauf blicken nochmal interessieren. Vielen Dank. Naja, was ich überall da gehört habe, wo Freiwilligendienste angeboten werden, und das ist überall, ist, dass es zwei Schwerpunkte gibt. Das eine ist, dass natürlich die Hoffnung, die berechtigte Hoffnung ist, dass jemand, der so einen Freiwilligendienst macht, sei es ein freiwilliges soziales Jahr oder ein Bundesfreiwilligendienst, sich am Ende für eine Ausbildung in einem sozialen Beruf entscheidet, idealerweise da, wo er die Ausbildung schon gemacht hat. Ich war in einer Pflegeeinrichtung auf sehr ländlich in Baden-Württemberg, wo die jetzt 3 tschetschenische Freiwilligendienstler nehmen, mit all den Schwierigkeiten, die das auch, was Sprachvermittlung, Kulturvermittlung angeht. Aber die sagen, wir stellen uns dieser Herausforderung, weil die auch eine berufliche Perspektive für länger suchen und schauen jetzt mal, ob das im gegenseitigen Einverständnis funktioniert. Und die andere Seite ist, dass Jugendliche aus vermögenden Haushalten ein Jahr Work and Travel oder nur Travel in Neuseeland, Australien oder sonst wo machen und halt genau diese Freiwilligendienste die Möglichkeit sind, auch mal was zu machen, was den Horizont erweitert, was auch Perspektiven aufzeigt. Und auch da ist es natürlich völlig unsinnig, da die Stellen oder die Mittel zu streichen und damit auch die Stellen, weil das ist ja der Zusammenhang und weil Sie gerade, Frau Schwarz, vorher von den Widersprüchen gesprochen haben. Ich empfinde es als relativ widersprüchlich, wenn der Bundespräsident überall fordert, dass wir ein verpflichtendes soziales Jahr brauchen und für die wenigen, die wir bisher finanziert haben, ist das Geld nicht da und da muss dann auch nochmal ein Viertel wegfallen. Das kann ich intellektuell nicht hundertprozentig nachvollziehen. Vielen Dank. Ich sehe weder online noch hier vor Ort weitere Fragen. Ich hoffe, wir konnten dazu beitragen, einige der Widersprüche, die wir als AWO sehen, ans Licht zu bringen und Ihnen darzulegen. Ich möchte Sie auch noch aufmerksam machen auf die Kampagne der AWO, die letzte macht das Licht aus, stoppt den Sparhaushalt. Folgen Sie uns gerne bei Social Media, AWO Bund bei Instagram. Gehen Sie auf unsere Kampagnen-Webseite. Am 8. November wird es einen Aktionstag hier in Berlin geben. Und es gibt auch jede Woche Themenschwerpunkte. Dann bleibt mir nur noch übrig, mich zu verabschieden, mich bei Ihnen und euch zu bedanken. Ich bedanke mich bei den Vorsitzenden des AWO-Präsidiums, Katrin Sonnenholzner und Michael Groß. Und ich bedanke mich bei
Herr Teacher Erdem, vielen Dank und gute Heimfahrt nach Schleswig-Holstein. Vielen Dank auch an die Mitarbeitenden des Bundesverbandes, ohne die diese ganze Veranstaltung heute gar nicht möglich gewesen wäre, und auch schlussendlich an das Team des Tagungshauses der Bundespressekonferenz. Und tschüss. An Hanna Schwarz. Ja, danke.